Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play, nicht Let's Play, zu einem Commentary von Battlefield 3. Und diesmal spielt nicht ich, ich glaube, das schaut besser so, nämlich diesmal spielt mein Bruder. Weil der spielt viel öfters als ich Battlefield und ich schaut besser um einiges. Ihr habt ja gesehen in den letzten Videos von mir, wie ich abgelost hab, brutal. Gut, dann diesmal wieder Eroberung auf Kaspische Grenze. Und was steht denn da? Das ist der Server von Grotta Epic. Was auch immer von Name ist, aber egal. Jedem das seine. Und dann geht's auch schon los. Im Chat ist er. Okay, ich kann kein Jet fliegen. Ich habe schon mal versucht. Einmal habe ich meine eigene damit killt. Und sonst bin ich im Normalfall nur gegen Häuser geflogen. Ja. Ich hab doch nie mit dem Chat jemand killt, aber deswegen, ich fliege auch fast nie mit dem Chat, deswegen. Sorry, Momente liebe ich bei Battlefield, die sind einfach unglaublich göttlich. Wie das einfach aussieht, unglaublich. Unglaublich, einzigartig. Diesmal kann ich mich auch wenigstens ein bisschen aufs Reden konzentrieren und nicht aufs Spielen. Das ist immer ein bisschen das Schwierige bei Commentaries, ein bisschen gleichzeitig zu reden und gleichzeitig zu spielen. Was ich bei der Let's Plays um einiges einfacher finde, ich weiß auch nicht warum. Womöglich, wenn man halt online beim Multiplayer einfach brutal unter Druck ist, dass man eben im Moment abgeschossen worden könnte. Das wäre jetzt bei mir wahrscheinlich bei Uncharted 3 nicht so der Fall, weil ich da besser reinkommen würde. Also ich spiele ständig Uncharted 3. Das hätte ich jetzt schon wieder nicht geschafft, ich war schon wieder abgeratzt. Ja, da haben wir schon mal ein paar Punkte gemacht. Ich hoffe, dass es diesmal nicht hängen bleibt, weil beim letzten Video von mir, da ist es hängen geblieben. Und das ist ein bisschen scheiße. Weil ich habe gerade ziemlich Punkte gemacht. Okay, was heißt, ich habe ziemlich Punkte gemacht. Ich hatte 2 zu 7. Aber ich hatte trotzdem schon einige Punkte. Und die sind alle jetzt weg gewesen. Und das war nicht gerade super. Aber naja, was will man machen? Ein feindlicher Panzer wurde in eurem Einsatzgebiet gesichtet. Over. Ach du Scheiße. Ich denke mal, mit der Waffe und so kommt mein Bruder ganz zurecht. Das ist zwar die Anfangswaffe von Sturmsoldat, aber so, er spielt ja allgemein mit Sturmsoldat so. Deswegen wird es hoffentlich so einigermaßen klappen, aber bis jetzt hat es ja auch geklappt. Ich könnte mal die ganze Zeit oben drin warten, bis jemand einsteigt. Ich finde es auch so geil, bei Battlefield mit der Fahrzeuge rumzufahren. Das ist einfach nur voll geil. Oh shit, da muss jemand. Ach du Scheiße, im Panzer. Das ist ein bisschen arg langsam. Ach du Scheiße. Aber was der von Level ist, was ist das von Level? Ich weiß es gar nicht. 80x5p Epic 9000, ich weiß nicht. Ich habe noch nie so ein Level gesehen. Okay, ich habe es schon mal gesehen, aber ich will gar nicht wissen, was der für Spielzeit hat, der Typ. Was weiß ich, über 1000 Stunden locker, das ist locker, ja. Ich find's voll geil, wenn der Turm auf der Map immer umfliegt. Das sieht so richtig geil aus. Und sich zusammen sagt. Okay, da unten rennt jemand.
kann jetzt auch nicht wirklich viel zu Battlefield sagen. Okay, was heißt, weil ich habe es in letzter Zeit nicht viel gespielt. Das wäre mein viertes Spiel. Oder mein, nee, mein, das wär jetzt mein drittes Spiel, wenn ich gespielt hätte. Ja, das wäre mein viertes Spiel. Ja, stimmt, ich habe ja. Gestern habe ich zwei aufgenommen, zwei Videos. Und das eine hat kein Bild aufgenommen, deswegen habe ich das gelöscht. Das war mein erstes Spiel seit über einem Monat wieder. Dann habe ich aber gleich danach nochmal eins gemacht und das werde ich hochladen. Also das habe ich dann wahrscheinlich, wenn ich das Video jetzt angucke, schon hochgeladen. Ach du Scheiße, der Panzer geht gerade voll ab hier. Aber ich einfach wegrennen, das mache ich auch immer. Ich finde es gut, wenn es nicht so viele Tickets sind, also im Level, im Match. Dann dauert es schon nicht so ewig. Also ich meine jetzt in dem Fall, wenn ich jetzt hier ein Video aufnehme. Weil dann dauert es nicht so ewig. Weil wenn es, was weiß ich, 1000, was weiß ich, wie viele Tickets sind, dann dauert es locker mal eine Stunde fast. Wenn es hinkommt. Vor allem, wenn die Teams gleich gut sind. Ich hätte schon wieder voll daneben geschossen, wenn ich gespielt hätte. Ich spiele übrigens fast bloß Eroberung. Also, das macht einfach extrem Spaß. Ach du Scheiße. The Legend King. Okay, das ist jetzt mal eine der seltenen Fälle, dass mal ein Typ da ist, wo einen killt mit einem niedrigen Level. Was jetzt nämlich in letzter Zeit bei meinen Spielen sehr selten auftaucht ist. Da waren es nur solche Profis. Deswegen hatte ich auch 1 zu 7 einmal und 5 zu, ne, 6 zu 15, genau. Da denkt man immer, das sind Feinde, weil der Name erst nicht drüber steht. Das ist. Also ich hätte schon lange wieder geschossen. Ich habe gerade gesehen, da links unten, da steht ja mein Name, XY-Klan-Killer 2, und die Leute, wo in meinem, also mein Bruder sein Squad sind, da ist so ein Typ, der heißt Stinksack-Tiger. Stinksack-Tiger. Ja, ist auch mal ein Name, den man nicht so oft sieht. Dann noch der Sir Manolo und der Strange01. Ja, das sieht man jetzt, mein Bruder ist ein Sturmsoldat. Der Strange01 ist auch Sturmsoldat. Sturmsoldat. Achso, oh, mein Bruder sagt mir gerade, er ist Pionier. Ja. Das habe ich dann jetzt auch wieder erst erfahren. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist ja Sturmsoldat. Aber naja. Okay, also zweimal Pioniere haben wir in unserem Squad. Eine Versorgung. Und was ist das andere? Das muss ein Sturmsoldat oder sowas sein, ja egal. Irgendwie sowas. Ach du Scheiße! Ein feindlicher Panzer wurde in eurem Gebiet gesichtet. Over. Okay, da muss da irgendwo noch. Der ist jetzt wahrscheinlich abgeschossen worden, oder? Oder lebt der noch? Okay, er scheint weg zu sein zumindest. Das läuft ja ganz gut. Das wäre das erste Spiel, was nicht ich gewinne, sondern mein Bruder, aber. Oh nein, Panzer. Das hoffentlich kommt der nicht hier runter jetzt. Komm schon, Gebiet. Yes, okay. Okay, der Panzer kommt, der Panzer kommt, das könnte hart, oder? Also ihr seht er links unten auf der Karte. Übrigens, Battlefield ist ein 100%iger Kauftipp. Wenn es auch manche nicht gut finden, aber es ist einfach geil, da kann man nichts sagen.
Ich glaube, der Panzer kratzt gerade richtig brutal ab. Oh, scheiße. Naja. Hilfe bei Fahrzeugzerstörung. Der Typ hat Battlefield Premium. Ich werde es mir nicht holen, Battlefield Premium, weil ich ja nicht so auf Battlefield spiele, dann wird es sich auch nicht lohnen. Aber naja. Man kann es ja auch so spielen, also ist ja kein Problem. Achtung, Einsatzziel ist neutralisiert. Over. Der Panzer liegt vor in der Grube drin. Was auch so geil ist, heute das neue Linkin Park Album rauskommen. Living Things. Das werde ich mir natürlich zu 100% holen. Aber es dauert noch insgesamt jetzt 4 Wochen bis zu der Sommerferie. Weil ich habe ja noch Schule. Und lang wird es nicht mehr dauern, weil 4 Wochen gehen eigentlich ganz schnell rum. Wenn ich denke, die 2 Wochen jetzt, also wir hatten ja 6 Wochen Schule, wenn ich denke, die 2 Wochen, die gingen extrem schnell rum. Aber jetzt demnächst kommen wieder die Woche mit Arbeit und so. Und das wird wahrscheinlich wieder ziemlich lang gehen. Was mir aufgefallen ist, die richtig mega geilen Spiele kommen alle 2013, Anfang 2013. C4 Sprengstoff. Der hat sich selber gesprengt, oder? Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, die besten Spiele kommen alle Anfang 2013, und zwar kann ich mal aufzählen. Dead Space 3 kommt 2013, Anfang 2013. Dann kommt Tomb Raider, ja, das Tomb Raider, das neue, kommt auch Anfang 2013. The Last of Us kommt, oder kommt es in 2012? Ich glaube, es kommt in 2012, wenn mich alles täuscht. Ah ja, genau, Aliens Colonial Marines kommt Anfang 2013. Auf das würde ich mich auch brutal freuen, also ich freue mich brutal auf das. Weil es war so lange in Entwicklung, oder es ist besser gesagt immer noch in Entwicklung. Und wenn es jetzt mal endlich rauskommt, weil es ist so oft verschoben worden jetzt schon. Und ich hoffe, dass es echt gut wird, aber ich denke mal mit höchstwahrscheinlicher Sicherheit wird es gut. Fast wäre die Flagge aktualisiert gewesen. Patrick, guck mal kurz, wie viel steht. 2 zu 5 jetzt wahrscheinlich, weil das wird ja immer aktualisiert, der Tod, wo man. Also der Tod, der wird erst aktualisiert, wenn man jetzt wieder auftaucht. Aber na, ich hätte jetzt schon lange wieder 1 zu 10 oder so. Ich bin jetzt schlecht in Battlefield. Aber ich spiel's ja nicht oft. Da kann man auch wirklich gut sein. Boah, wir haben mit Panzer vor. Perfekt. Aber jetzt werden sie gleich irgendwie voll hochstürmen, die kranken Kinder, und werden ihn versuchen, brutal auf brutalste Weise zu töten. Das ist gerade irgendwie sehr schlecht, weil die in alle Gebiete, die Feinde, und es steht gerade 97 zu 50. Für uns zum Glück noch. Scheiße. Ah, der ist tot. Hä? Ach so, das war ein feindlicher Panzer und ich hab gedacht, das wäre ein guter Panzer. Ich hab auch gemeint, ich hab da blau oben drüber gesehen, aber naja. Ich will, dass der Turm umfliegt, das sieht so geil aus. Achtung, Einsatzziel ist neutralisiert, over. Achtung, das Einsatzziel wurde. Ich muss noch einmal gehen und muss noch rastig aus. So, der ganze
Tag gehen. Ich kann nicht sprechen, ich muss nur gehen, echt. Euch jetzt schon mal fassbar auf eine lange Reise bis zum Punkt, bis zum kleinen roten Punkt dahinter. Jetzt wollte ich gerade was sagen, jetzt habe ich es vergessen. Das kotzt mich schon wieder an. Fahrzeugkampfunfähig gemacht. Ah, weil er hat ja Mine gelegt vorher, stimmt. Sehr praktisch. Okay, jetzt ist er gleich da. Aber vermutlich sind da wieder Panzer oder was weiß ich was. Oder ne, Panzer scheint da zu sein, aber wahrscheinlich verstecken sich irgendwo wieder so ein paar Gegner. Weil sobald die sehen, dass das Gebiet erobert wird, dann gucken die natürlich überall, das ist ja logisch. Und dann musst du halt brutal überall rumgucken, damit du nicht abgeschossen wirst. Achtung, das Einsatzziel wurde neutralisiert. Over. Was auch voll geil wäre, so ein Battlefield 3 und so ein DLC, wo man runterladen kann, ein bisschen noch kostenlos, was aber wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, sondern so wie so eine Alien-Invasion oder sowas. So wie Krieg der Welten oder was weiß ich, oder Independence Day, das wäre unglaublich geil. Mit der Grafik und so, so ein Spiel würde ich mir mal gern wünschen. Oder ist besser gesagt, es wäre mal was Neues. Oh shit, da steht einer auf dem Dach, Alter. Der ist jetzt bestimmt runtergekommen. Ne, der ist noch oben, der ist noch oben, ich hab ihn gerade gesehen. Hol dir das Medikit! Okay, das war gerade. Das ist gruselig. Sehr gruselig. Also, es hat nicht gerade nur bei euch geleckt, sondern das war gerade in echtem Spiel. Das ist es, Alter. Ich frag mich, wie ich da aufs Dach hochkomme. Warum leckt denn das gerade so? Okay, der Typ scheint verschwunden zu sein. Sehr, sehr seltsam. Aber, ja. Jetzt geht er erstmal zum Gebiet wieder. Weil sein Team hat ja auch gleich gewonnen. Oh, yes. Juhu, schwerer Lauf. Aber ich werde wahrscheinlich mit Pionier sowieso fast nicht spielen. Achso, das ist jetzt wieder Sturmsoldat. Habe ich gerade erfahren wieder. Alter. Ja, der wird jetzt abstürzen. Und davor ist er aber rausgesprungen, so wie es aussieht. Und jetzt ist er tot. Das heißt, tot, der Hubschrauber ist explodiert. Und wir haben gewonnen! Boah, das ging jetzt auch knallharte 20 Minuten. Okay. 4 zu 6 immerhin. Bei mir wird es schon wieder 2 zu 13 oder so dastehen. Aber egal, was haben wir denn alles gekriegt? Ja. Das sind jetzt nicht extrem viele Punkte, aber immerhin welche. Und da habe ich auch ein bisschen was gekriegt.
Okay, dann gehe ich mal zurück. Alter, eine Typ 38 zu 4, ey. Naja. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Also bis dann. Ciao.